Rareware. Nintendo presents 1959 Nintendo Diddy's Kong Fest und willkommen zu einem neuen Let's Play Together Projekt mit einem Gast, Zeronimus. Ja, das bin ich, aber um mich dreht sie sich hier und gar nicht. Und mein Together Team Partner, Shiny Breeder Jay Chan. Hi Leute! Jo, wie ich schon sagte vorhin, wir werden dieses Projekt zu zweit als Team spielen. Sprache natürlich auf Deutsch. Und es ist mein erstes Donkey Kong Projekt. Ich habe ja bisher nur zugeschaut, jetzt bin ich mal selber im Controller. Oh Gott, oh Gott. Und ich habe schon befürchtet, dass dieser Tag kommen wird. So, Galionsplanken. Level 1, wir starten. So kurz bevor ich anfange, Donkey Kong Country zu let's playen, fängst du mit Donkey Kong Country 2 an. Das ja, war meine Idee. Das war deine Idee? Ja. Dann bist du schuld. Ich wusste das aber nicht. So, na oh, und ein Zettel, du, hättest es aber... Ich habe Donkey Kong entführt, laut mir, werde diesen affigen Typen niemals wiedersehen. Euer Lieblingsbösewicht und König aller Kremlings, Captain K-Rool. Und da finden wir schon mal ein Leben. Ehrlich gesagt ist mein Lieblingsbösewicht der DDD. Meiner irgendwie auch. Der Typ kann nämlich nichts. Das ist super! Oh, klasse! Mann. Ach so, ich. Applaus! Oh, das fängt schon super an. Ach, übrigens, demnächst werden diese komischen Buden aufgebaut von, wie hieß der noch? Swanky Kong. Da könnt ihr ordentlich. Ich habe mir schon jetzt gemerkt, wie viele Fenster die Kabine hat, das fragt er nämlich. Wirklich? Ja. Na dann, es waren sowieso 4. Weiß ich noch auswendig. Und wir haben einen großen Sprung gemacht über das Level. Und irgendwie sind mit der Affendame die Gegner leichter zu besiegen. Ja. Das sagst du jetzt nur, damit du dich selbst als groß darstellen kannst, ne? Ja. Dixie Kong, du drückst Select, das Spiel ist geschafft. Diddy Kong muss sich hier rumquälen. Als Dixie hat das auch seine Schwierigkeiten. Nur als Dixie kann man schweben. Was ein schon großer Vorteil ist. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wann Nintendo wirklich umgeswitcht hat, dass der A-Button plötzlich springen war und nicht mehr der B-Button. Da weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es ein... Ich weiß nur, dass es ein Fehler von Rare war, mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Genau genommen ist es Nintendos Schuld. Weil sie die verkauft haben. Wer sich noch an gute Spiele wie zum Beispiel Banjo-Kazooie erinnern kann oder Star Fox Adventures, der weiß, dass Rare im Grunde... Weißt du, Wacky, ich wette, dass du Star Fox Adventures nicht mal bei dir zu Hause hast. Du hast es doch mittlerweile ausgeliehen. Ja, ich weiß, es ist ja bei mir, aber nicht bei dir. Haha. Du weißt, dass das nur an einer ganz bestimmten Stelle gelegen hat. Die K-Münze eingesackt. Sauber. Die DK-Münzen braucht man nämlich für die 102%. Nicht nur die, auch die Bonus-Fass-Münzen. Die braucht ihr nämlich ebenso. Und die Rock. Erster Level geschafft. Die Dixie doch rockt. Das hört man bis hierhin. Schlottermast. Da müssen wir jetzt gleich mal tauschen. An das erste Bonusfass hier kommen nur ich. Kommt man auch als Diddy? Wie denn? Man muss sich rollen,
so dass man quasi schon in den Abgrund reingeflogen ist. Dann springt man und dann kann man auf diese Art und Weise nochmal zum Bonusfass gelangen. Aber es ist ein relativ schwieriger Sprung. Mit Dixie ist das definitiv einfacher. Warum zum Teufel springt der Affe nicht? Weil der Affe vom Controller nicht drückt. Also muss er ein Rad schlagen. Ja, also als Didi ist es ein Rad schlagen, als Dixie ist es so eine komische Pirouette. Was machst du da? Spielen. So glaube ich zumindest. Wartet mal kurz, Leute. Ah, sorry Leute, ich hatte kurz den Sprungbutton falsch eingestellt. Und weiter geht's. Da unten musst du hin. Aber gib am besten Dixie. Ja, ich geb mal ab an Dixie. Mit Dixie ist das einfacher. Mit Didi ist es auch zu machen, aber... Ha, springen! Schon wieder die Münze finden? Das ist auch am einfachsten. Saubere Arbeit. Eingesackt. Auf welchem Kanal wird das Video überhaupt veröffentlicht? Auf meinem Kanal. Ach so. Ich glaube, ich bin richtig. Nö, das ist der Anfang. Ach so. Oh ja, wir haben einen Orientierungssinn. Ich sag mal dazu, falls jemand Zoro von One Piece kennt, ja. Orientierungssinn. Sauber! Du hast den von ihm geerbt, richtig? Es scheint so. Oh, pass bloß auf. Ich sehe schon, da ist ein Mr. Croco. Das Coole ist, Zoro kann wenigstens mit Schwertern umgehen. So, warten, bis du unten bist. Und dann fix rüber. Stirb, Käfer. Einfach runtergeschmissen. Und das ist noch einfacher. Die wirklich schweren Levels, die kommen erst noch, Leute. Ab der Sumpfwelt so etwa geht's dann. Oh, ich fand diesen ersten Minenlevel auch schon recht frustrierend. Oh, ich freue mich schon auf die Bienenwelt. Oh, das wird schön. Nimm das Fass bitte mit. Hab's gesehen, ich wollte erstmal nur die Gegner kaputt plätten. Ja. Und ganz da viele Bananas. Da müssen wir gleich hin. Oder auch nicht. Weil irgendwo da oben ist noch ein Bonusfass. Jetzt switch mal. Hilfe! Das war knapp. Nein, ich muss mich korrigieren. Was ich meinte, war die DK-Münze. Das Bonusfass ist hier. Clever. Vernichte alle Gegner. Scheiße. Stirb. Ha! Das war sauber abgeräumt, Leute. Farms ab. Okay. Ding. So. Ja, rutscht ihr mal die Seile hinab, das macht ja so viel Spaß. Ja, die Scheiß. Haben noch irgendwie Kochfett zwischen ihren Fingern. Na, da oben ist irgendwo... Ja, ich glaube generell, die scheuern sich gerade die Hand ab. Ah, das brennt! Nein. Ich glaube, das hat jetzt nicht so ganz gepasst. Nein. Aber es geht. Gut, ich bin oben. Und da ist sie.
Und noch ein Level abgerockt mit 16 Leben. Was haben wir hier? Affenmuseum. Ach, da kannst du was lernen. Kommt, grüßt alten Großvater Cranky. Ich bin wieder da, um euch meine unglaubliche Weisheit zu helfen. Kein Wunder bei meiner Erfahrung. Mhm. Das hier kostet fast nichts. Piratenpanik gratis. Oh, alles gratis? Nee, doch nicht. Was meinst du, Nemo? Habt ihr eigentlich gewusst, dass der alte, der originale Donkey Kong ist aus dem Arcade-Spiel? Stimmt, das weiß ich. Also der auf der NES-Controller, also Konsole, tut mir leid, wird die Fässer nach Mario geworfen hat, da oben ist ziemlich erstes Spiel von Nintendo. Stimmt, den kenne ich auch noch. Finde den Münzen. Ich glaube, die Bonus-Sachen überlassen wir mal. Shiny wieder JJ. Weil ihr wisst ja, im Bonus-Spielen, da bin ich nicht besonders gut. Worin bist du eigentlich gut, Wacky? Bitteschön. Also als Frage. Ich muss zugeben, in Zelda-Spielen hast du einiges auf dem Kasten. Das ist wohl wahr, ja. Vor allem bei Majora's Mask. Gut, ich habe ein einziges Mal bei Ocarina of Time gegen die Spinne verloren, soweit ich weiß. Das war... Tisch ab. Das ist ziemlich fail. Ich glaube, ja, dich hat es ein bisschen gelangweilt. Ah, Mann! Na komm. Sauber. Und mach den Affenstand. Und noch einen Affenstand. Und nein. Oh. Super. Es hätte funktionieren können, aber hat es leider nicht. Weiß jemand, wie weit der seinen Affenhandstand machen kann? Ach, warum versuche ich das jetzt auch? Also ich könnte dir jetzt die Anzahl der Pixel nicht nennen, aber so einen Daumen ein Stück weit. Und wenn er einen Gegner trifft, kann er sie noch ein bisschen länger machen. Daher kann er sich rein theoretisch, wenn er in einer gewissen Kette von Reiten ist, und endlich lang da durchrollen. Gut, ich versuch's mal. Ah, das hat geklappt. Super. Ah, cool. Bei Fragen wendet euch an das Orakel. Also an Cranky Kong. Oder an mich, geht auch. Verdammt, ich komme nicht ran. Wie wär's, wenn du mal X oder Y drückst, also die Renntaste? Ja, lassen fliegen. Ist ja nur ein Leben. Ist doch egal. Oh, na, den verdammt, ich hab ein Leben verpasst. Wie wär's, wenn du mich mal befreist? Mach ich gleich. Ich suche nur schnell ein weiteres Fass. Oh, das war knapp. Oh. Warte, ich höre sie. Irgendwo hier ist sie. Nö. Da hinten bei den Haken, da war eins. Da kommst du dran. Musst nur Anlauf nehmen. No. Ah, jetzt hat's geklappt. Ha, schon wieder ich? Ich glaube, da ist... Irgendwas. Gar nichts. Na doch. Da ist was. Da war noch was, jo. Weil da erstmal dran zu kommen.
Ja, mehr ist hier aber auch nicht. Danke. Und ein Münzchen. Ein Checkpoint. Okay, da war Umfass gewesen. Ab. Jetzt fehlt noch das G. Da unten ist nichts. Das weiß ich zufällig. Ja, das roch schon so nach Tod. Da würde ich nicht drauf springen. Hast aber Glück gehabt. Das war knapp. Ich hätte mit Anlauf rüber gehen sollen. Ejo. Gleich erstmal einen Kremling getötet. Der Mörder. Schon wieder. Nicht nochmal. Irgendwie die Stelle gerade scheint mir leichter, wenn man drüber fliegen kann. Oh nein. Aber beide Charaktere haben ihre Vorteile. Stimmt. Beispielsweise ist Diddy schneller. Das stimmt. Deswegen ist Diddy nachher, beispielsweise, falls du das Level noch kennst, Rocky, das Quetsch-Schloss. Oh ja, auf jeden Fall kenne ich das noch. Tja, das wirst du machen müssen. Das werden wir zusammen machen. Ja, aber hauptsächlich du, weil Diddy schneller klettern kann und schneller laufen kann. Und vor allem schneller auch diese Rolle machen kann. Oh, nein. Okay. Kann ich helfen? Ja. Wacky und Jumping Parts. Na, warte du. Zumindest macht das hier tausendmal mehr Spaß als bei Lost Levels. Das war ja... Ich glaube, das war bisher der größte Fehler meines Lebens. Dieser Hack. Nein! Von der Mario All-Stars Version. Nein! Zurück bitte! Ach so, ich bin immer noch dran. Ach, das schaffen wir schon. So schwer sah das ja nicht aus. Und noch einmal. Weil es so schön war. Ja. Yes, wir haben die Münze. Übrigens, die Münzen brauchen wir, um zu speichern. Ach, wirklich? Ja, wirklich, Zeronimus. Geh an diesen verdammten Haken. Geht doch. Juhu, ein paar Bananas für uns. Bananen sind immer gut. Ah, die Kong-Schule. Ja, ich glaube, hier können wir speichern. Ich bin Frau Winkley Kong, Leiterin der Kong-Schule. Ich werde euch lehren, wie man dieses Spiel spielt. Ihr könnt aber vorbeischauen, wenn ihr süß speichern wollt. So, ihr Bornepoppen. Ja. Ich war noch nicht fertig. Das hat er vielleicht automatisch gemacht. Einmal speichern ist gratis. Und wir speichern. Ach ja, speichern muss man ja in diesem Spiel bezahlen. Ab jetzt, ich glaube, das Geld dafür kriegen wir zusammen. Jo. Ab jetzt kostet es 2 Münzen. Tschüss, ihr Wonneproppen. Wonneproppen. So, und das war's von Part 1 unseres Togethers. Im nächsten Part geht's hier auf diesem epischen Schiff
von King Carol weiter. Wir bedanken uns bei Zeronimus. Das bin ich, glaube ich. Und meiner Teampartnerin, Shiny Bula Chaychan. Die sich nicht melden will. Doch. Ach so. Ich bin noch hier. Jo. Dann ist ja gut. Also bis zum nächsten Part. Tschüss, Leute. Tschüss.